Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Koch dich happy, die Kochsendung der HMC. Heute braten wir so richtig schön Lachs an, machen eine tolle Soße dazu und Reis noch dazu. Ein sehr schnelles, gesundes, leckeres Gericht, was man wirklich fix zubereiten kann. Folgende HMC-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Wir haben hier einmal unsere Navigenio, die große 28er Hotpan Prime haben wir, den Audiotherm brauchen wir und so einen schönen flachen Pfannenwender nachher für den Lachs. Von Lebensmitteln her haben wir hier ca. 350 Gramm aufgetauten Lachs. Den haben wir so in vier Stücke hier schon. Dann haben wir 200 Gramm Tomaten hier, das sind die kleinen. Dann Zuckererbsen, 100 Gramm, 1 Esslöffel Tomatenmark, 200 Milliliter Sahne, 1 Esslöffel Mehl brauchen wir, ca. 200 Milliliter Gemüsebrühe habe ich hier und nachher noch so ein bisschen Zitrone. Wir machen uns als allererstes die Pfanne heiß, denn Schnibbeln brauchen wir nicht viel. Und da schalten wir bei der Navigenio auf Stufe 6. Dann nehme ich mir den Audiotherm, drücke irgendwo drauf, damit er angeht und setze mir die Spitze hier aufs grüne Fenster beim Fleischsymbol drauf, drehe den zweimal rum und bleib oben beim Fleisch stehen. Die Pfanne wird jetzt richtig schön heiß. Wir halbieren uns einmal die Tomaten und dann braten wir uns schon den Lachs an. Der Pieper ruft, wir können ihn erstmal abnehmen. Navigenio schalten wir runter auf Stufe 3. So, und jetzt braten wir uns den Lachs an, natürlich komplett ohne Fett. Achtet nur darauf, dass er ein bisschen trocken getupft ist und dann können wir ihn schon reinlegen und rutzeln. So, jetzt setze ich mir den Deckel oben drauf und warte kurz, bis der rote Zeiger bei 90 Grad angekommen ist. Das ist der Wendepunkt. Bei Lachs ist das einfach Weltklasse und dann können wir ihn wenden. Da seht ihr, ist es ja bei 90 Grad angekommen und jetzt können wir uns das Ganze richtig schön wenden. Wir braten uns die andere Seite jetzt auch richtig schön an. Bitte nicht die ganze Zeit wenden, denn Lachs ist sehr, sehr weich und ihr könnt euch sonst zerfallen. Also, dass man schön von zwei Seiten eine Kruste hat. Und danach lassen wir den kurz drinnen und holen ihn raus, denn der ist mega schnell fertig und braten uns die anderen Sachen an. So, meine Lieben, das war es im Endeffekt schon. Ich lasse das Ganze jetzt ein bisschen köcheln, schalte es hoch auf Stufe 6 und ja, damit es schön sämig wird und dann richten wir uns den Reis an, die tolle Soße dazu und den gebratenen Lachs obendrauf und dann schmeckt es schon ganz schön lecker für so ein simples Gericht. Der Lachs ist der Hammer, kein bisschen Salz dran, auch absolut nicht nötig. Den Fehler machen meistens die Leute, die braten ihn wirklich halb tot, viel zu lange in der Pfanne. Also wirklich nur von beiden Seiten anbraten, kurz ruhen lassen und raus aus der Pfanne und kein Salz oder sonst was. Der hat einen puren Geschmack, also wirklich toll. Auch mit der Tomate drinnen, mit den Zuckererbsen, echt eine tolle runde Sache. Also mir schmeckt es wirklich, wirklich lecker. Macht es nach, ja? Vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch unsere Videos gefallen. Abonniert unbedingt unseren Kanal auf YouTube und klickt da gleichzeitig auch für Glocke. Das ist ein riesen Feedback für uns und ist auch ganz, ganz wichtig. Besucht uns auch auf unsere Social Media Kanäle wie Facebook und wie Instagram. Gerade bei Facebook haben wir eine eigene Gruppe, die heißt Koch dich happy, AMC Rezepte zum Nachkochen. Da habt ihr über 3000 Gleichgesinnte, da könnt ihr Fotos reinposten, wenn ihr mal was nachgekocht habt, ja, oder wenn ihr selber kreativ geworden seid. Also Wahnsinn, was da für eine Aktivität ist. Vielen, vielen Dank dafür nochmal, ja. Instagram lohnt sich auch, da seht ihr öfters so einen Blick hinter die Kulissen, ist manchmal ganz witzig, guckt da auch auf jeden Fall auch vorbei. Die wichtigste Community ist aber immer noch unsere Rezepte-Community von der AMC. Kochen mit amc.info. Ich muss richtig kämpfen gerade, weil ich so ein Reiskorn im Hals habe. Reden und essen ist immer blöd. So,
Ich kämpfe mich jetzt durch. Also Rezepte Community von AMC ist super wichtig. Über 20.000 gleichgesinnte Gerichte mit Step-für-Step-Anleitungen, mit Videos, mit allem drum und dran. Also wirklich der Hammer. Und downloadet euch auch bitte die App aus dem App Store oder aus dem Play Store komplett kostenlos. Und dann habt ihr alles bei euch in der Hosentasche auch nochmal. Wir sehen uns jeden Donnerstag um 18 Uhr. Macht es gut. Wir verlinken euch alles unten in die Infobox nochmal. Hier könnt ihr uns jetzt abonnieren. Hier habt ihr die nächsten Videos. Ciao, ciao. Bis nächsten Donnerstag.